Auch wenn Fußballer Millionen verdienen, machen sie manchmal Fehler und das kann sie alles kosten. Autounfälle, flüchtige Villen, Raubüberfälle und vieles mehr. Hier sind die großen Fehler, die Fußballer Millionen kosteten. Eins, Neymar. Wir beginnen unser Video mit Neymar. Der brasilianische Fußballstar Neymar hat wie viele andere Sportler auch über 1 Million $ für die 2 NFTs von Bored Apes Yacht Club ausgegeben, die am Anfang letzten Jahres als die begehrtesten NFT-Kollektionen galten. Leider zahlte Neymar einen hohen Preis für die Zugehörigkeit zu diesem Elite-Club. Laut DeppRadar, eine Website, die den Wert von NFTs verfolgt, sind die beiden Affen, die er im Januar für rund 480 und 570.000 Dollar gekauft hat, derzeit 153 bzw. 171.000 Dollar wert. Dem Fußballer droht nun ein potenzieller Verlust von über 700.000 Dollar. Zwei. Cristiano Ronaldo. Manchmal können Fehler das Leben von Fußballspielern gefährden, so wie Cristiano Ronaldo. Es ist bekannt, dass Ronaldo eine teure und luxuriöse Autosammlung hat. Sein Lieblingsauto ist der Bugatti Veyron, den er für 2 Millionen $ gekauft hat. Aber eine Entscheidung, die er letztes Jahr traf, kam ihm teuer zu stehen. Letzten Sommer machte Ronaldo mit seiner Familie Urlaub auf Mallorca, Spanien. Der Fußballspieler, der Luxusautos liebt, ließ sein Fahrzeug des Modell Bugatti Veyron im Wert von 2 Millionen $ auf dem Seeweg auf die Insel bringen. Der Bugatti, eines der wertvollsten Stücke der Luxusautosammlung des berühmten Fußballspielers, prallte jedoch gegen die Fassade eines Ladenhauses. Im Fahrzeug befand sich kein portugiesischer Star, sondern ein Angestellter von Cristiano Ronaldo, der das Auto fuhr. Während der Bugatti-Vorhang herauskam, entstand großer Schaden an dem Haus, in dem das Fahrzeug gekracht war. Der Besitzer sagte, dass Cristiano Ronaldo versprochen hat, alle Kosten zu übernehmen, die am Haus entstanden sind. 3. Leo Messi. Der Schaden von Leo Messi ist etwa 5-mal so hoch wie der von Ronaldo. Ibiza ist einer der Lieblingsorte von Messi und er wählt ihn oft für seinen Urlaub aus. Deshalb wollte er eine dauerhafte Immobilie auf Ibiza und beschloss, ein Haus zu kaufen. Die Villa, die du hier siehst, ist Messis Paradies und hat alles, was ein Superstar so braucht. Der Starfußballer hat dieses Haus für genau 11 Millionen $ gekauft. Kaum war der Kauf des Hauses abgeschlossen, stand Messi jedoch vor einem großen Problem. Der frühere Besitzer des Hauses hatte einige Veränderungen an dem Haus vorgenommen, ohne die Genehmigung der Regierung einzuholen. Er fügte zum Beispiel 2 weitere Zimmer hinzu, um das Haus zu vergrößern. Aber er tat dies ohne gesetzliche Erlaubnis. Niemand bemerkte dies, bis Messi das Haus kaufte. Messi hingegen konnte nicht in seinem neuen Haus sitzen, bis das Gericht fertig war. Als das Gericht fertig war, musste er die Hälfte des Hauses abreißen. Wahrscheinlich hat dieser ganze Prozess den Starfußballer zermürbt und er hat den Kauf des Hauses bereut. 4. Zlatan Ibrahimovic. Als Zlatan Ibrahimovic sich seinen Kindheitstraum erfüllte, konnte er wohl nicht ahnen, dass dieser große Traum ihn Millionen kosten würde. Zlatan Ibrahimovic verlor 20 Millionen $, während er seinem Kindheitstraum nachjagte. Neben seiner erfolgreichen Fußballkarriere, die über 15 Jahre andauerte, beschloss er, in etwas zu investieren, von dem er seit seiner Kindheit träumte. Er gründete seine eigene Bekleidungsmarke. Ihr Name steht für A bis Z, von Amateur bis Zlatan. Er bewarb seine Marke in allen Medien, vor allem auf seinen eigenen Social-Media-Accounts. Aber niemand nahm Zlatans Marke wirklich ernst. Nach einer Weile begann der Starfußballer, seine Millionen zu verlieren. Ursprünglich hatte er geplant, dass seine Marke wie das nächste Nike oder Adidas sein sollte. Aber ohne den Markt zu testen, begann er seine Produkte aus hochwertigen Materialien herzustellen, was alles sehr teuer machte. Als der Verlust von Ibrahimovic von Tag zu Tag größer wurde, begann er seine Produkte mit 50% Rabatt zu verkaufen. Aber nichts davon funktionierte. Schließlich bedankte sich der Starfußballer zunächst mit einem Statement auf seinem Social-Media-Account bei der Marke und gab dann bekannt, dass er die Marke schließlich einstellt. Die Seite verschwand nicht nur innerhalb weniger Tage, sie kostete ihn auch mehr als 22 Millionen $. Oder 22 Millionen $, die er an Zlatan Ibrahimovic verloren hat.